Hey meine neugierigen Freunde, als die 54-jährige Sandra Hughes am 26. Juni 2020 während eines Solo-Camping-Trips im Sierra National Forest spurlos verschwunden ist, da wusste noch niemand, dass sich dieser Fall so entwickeln würde, dass er mittlerweile zu den gruseligsten und unglaublichsten Fällen zählt, die jemals passiert sind. Denn ungefähr ein Jahr nach ihrem Verschwinden kam es zu einer Zeugenaussage, die so unglaublich und gruselig war, dass die Behörden wirklich daran zweifelten, ob es nicht doch noch etwas zwischen Himmel und Erde gibt, von dem wir noch nichts wissen, von dem wir noch keine Ahnung haben. Das ist Sandra Hughes Geschichte. Sandra Hughes wurde am 26. Juli 1966 geboren und hatte ein sehr turbulentes Leben, denn sie war zweimal verheiratet, wurde aber beide Male wieder geschieden und sie hat auch keine Kinder. Und deshalb beschloss sie, nie irgendwo richtig sesshaft zu werden, oft den Wohnort zu wechseln und einfach das Leben zu genießen und in der Weltgeschichte herumzutingeln. Zuletzt, im Jahr 2020, lebte sie in Maui in Hawaii, aber dann beschloss sie, aufs Festland zu ziehen, nach Kalifornien und dort ihrer Leidenschaft, dem Outdoor, nachzugehen. Sie hat in ihrer Jugend bzw. in ihrem jungen Erwachsenenalter auch so etwas in der Richtung studiert. Ja, das kann man da studieren. In Amerika in Richtung Survival, Park Ranger, so etwas hat sie studiert, denn sie interessierte sich unglaublich dafür, es war ihre große Leidenschaft und sie wollte sowas unbedingt beruflich machen. Doch letztendlich kam es doch nicht dazu, sie ist letztendlich Buchhalterin geworden. Sie landete also in einem Job, der ihr eigentlich keinen Spaß machte und es war überhaupt nicht ihre Leidenschaft. Und deswegen beschloss sie eben eines Tages nach Kalifornien zu ziehen, um da wenigstens ansatzweise ihrer Leidenschaft für Survival und Outdoor nachzugehen. Und der Hauptgrund dafür, dass sie das gemacht hat, war tatsächlich die Covid-19-Pandemie. Denn als im März 2020 diese Pandemie angefangen hat, um sich zu schlagen, da waren wir alle gezwungen, Maßnahmen einzuhalten und wir waren extrem in unserer Freiheit eingeschränkt. Und so natürlich auch Sandra Hughes. Da sie aber die Freiheit extrem liebte, nämlich das Outdoor und das Wandern in der Wildnis, hat sie beschlossen, ich lasse mir diese Freiheit nicht nehmen, ich gehe jetzt in die Wildnis, denn dort, da gefährde ich auch niemanden, dort belaste ich niemanden und ich halte auch alle Regeln ein. Und so beschloss sie, am 26. Juni 2020 einen Trip zu machen. Und zwar wollte sie starten im Sierra National Forest und diesen dann durchwandern bis hin zum Yosemite Nationalpark. Das war für sie eine tolle Wanderung, denn diese Gegend ist bekannt für ihre wunderschönen Landschaften. Da gibt es diese flacheren Gegenden, die von Moos und Sumpf bedeckt sind. Dann gibt es auch noch diese Wälder und dahinter sind meist dann die schneebedeckten Berge zu sehen. Es ist zwar ein beliebter Ort, um wandern zu gehen, aber da die Fläche so unglaublich groß ist, nämlich 1,3 Millionen Hektar, ist das einfach pure Wildnis und das war perfekt für Sandra Hughes, denn sie liebte, wie gesagt, das Survival und Outdoor und da hat sie den perfekten Ort gefunden, um das mal auszuleben. Deshalb ist sie auch alleine aufgebrochen. Sie hat zwar am 26. Juni 2020 noch ihren Eltern Bescheid gegeben und sie informiert, dass sie da wandern geht, aber letztendlich hatte sie sonst keine Begleitung. Ihre Eltern machten sich auch nicht zu große Sorgen um sie, denn sie war ja wie gesagt sehr erfahren im Outdoor-Bereich und das war etwas ganz Normales für sie, dass sie auch mal in die Wildnis ging. Also schnappte sie sich ihr Auto und fuhr zu ihrem gewünschten Startpunkt. Sie machte das Auto aus, zog die Handbremse an, schloss die Tür und dann ging sie ihrer Wege. Sie hatte alles dabei, was man fürs Camping benötigt, denn sie hatte natürlich vor, länger dort zu bleiben, über mehrere Tage in diesem Sierra National Forest. Und deswegen hatte sie Zelt dabei, Campingausrüstung, einen riesen Rucksack und so weiter. Und dieses Equipment wurde dann später auf einem Campsite in Johnston Meadows, das ist ein Bereich ungefähr in der Mitte vom Sierra National Forest, gefunden. Nämlich am 5. Juli 2020. Als dort einige Park Rangers unterwegs waren, fanden sie ein Campsite, ein verlassenes Campsite, so wie es aussah. Denn als sie näher dorthin gingen und es untersuchten, stellten sie fest, dass es verlassen war und dass dort alle möglichen Gegenstände, Campingausrüstung und so weiter kreuz und quer über die gesamte Fläche verteilt war. Es schien, als hätte dort eine Bombe eingeschlagen. Und deshalb schien es auch so, als hätte dort jemand nach etwas gesucht. Es war alles durchwühlt und eben ein totaler Verhau überall. Deshalb untersuchten die Ranger diesen Verhau und die Gegenstände, die dort lagen, und kamen schließlich zu einer Brieftasche. Und in dieser Brieftasche war dann ein Ausweis zu finden.
Und dieser Ausweis gehörte Sandra Hughes. Deshalb beschlossen die Ranger, diesen Fall der Polizei zu übergeben und einen Vermisstenfall aufzugeben. Also hat das Madera County Sheriff's Office einen Vermisstenfall herausgegeben und noch am selben Tag die Deputies und auch Freiwillige hinausgeschickt, inklusive Hunden und Hubschraubern und allem Aufgebot, um Sandra Hughes zu finden. Und wenig später fanden sie dann tatsächlich eine erste Spur, nämlich fanden sie das Auto von Sandra Hughes. Es war ungefähr 9 Kilometer entfernt von dem Campsite, das sie gefunden haben, und es war zerstört. Es lag am Grund einer Schlucht und es war zu erkennen, dass das Auto wohl vorher an einen Baum gekracht ist, zwar mit nur ganz wenig Geschwindigkeit, ungefähr 30 km/h, und dann wohl in diese Schlucht gefallen ist. Und was man an dem Auto fand, das war ziemlich seltsam, denn es war ungefähr ähnlich wie beim Campsite. Viele Dinge waren aus dem Auto geholt worden, alles war zerstreut um das Auto, wieder als hätte jemand nach irgendetwas gesucht. Also, was ist dort passiert? Man hat zumindest keine Hinweise auf Sandra Hughes gefunden, sie war nirgends im Auto oder in der Gegend um das Auto und man hat auch keine Blutspuren von Sandra Hughes gefunden. Das ist doch ziemlich seltsam, denn normalerweise sollte bei einem so heftigen Unfall doch irgendwo Blut zu finden sein. Aber Sandra Hughes und auch ihr Blut war nirgendwo zu finden. Nur diese ganzen Gegenstände waren verstreut. Die Deputies beschlossen also, ihr eine Nachricht zu hinterlassen, in Form eines Zettels auf der Scheibe des Autos, dass falls sie zurückkehren sollte und diese Nachricht liest, dass sie dann weiß, nach ihr wird gesucht und dass ihre Familie sie vermisst. In den folgenden Tagen lief die Suche weiter, doch es wurde keine weitere Spur von Sandra Hughes gefunden. Doch dann meldeten sich Zeugen. Sie wollen Sandra Hughes am 4. Juli gesehen haben. Das heißt, ein Tag bevor das verlassene Campsite von Sandra Hughes gefunden wurde. Sie erklärten, dass sie während einer Wanderung eine Frau gesichtet haben, die in der Wildnis stand und einen Blutguss auf dem Gesicht hatte und dort reglos stand, eigentlich nicht verwirrt aussah und so schien, als wolle sie alleine sein. Sie haben sie noch gefragt, sollen wir ihnen helfen, aber sie hat gesagt, nein, alles gut, mir geht's gut. Also dachten sie sich nichts dabei und sind weitergewandert. Am Ende ihrer Wanderung haben sie dann eines der vielfach verteilten Plakate von Sandra Hughes gesehen, auf dem sie mehrfach abgebildet war und dort haben sie sie dann wiedererkannt. Denn Sandra Hughes hatte zu dieser Zeit eine sehr markante Frisur bzw. Haarfarbe. Sie hatte blaue Haare und sie hatte ein schwarzes T-Shirt und eine blaue Jeans an. Sie erkannten also Sandra Hughes wieder und meldeten das sofort der Polizei. Also fuhr die Polizei an diese Stelle, wo sie gesichtet wurde, aber wie so oft fanden sie keine Spur von Sandra Hughes. Wenige Tage später, eine Woche nachdem das Auto gefunden wurde, hatten dann aber die Sheriffs eine weitere Entdeckung gemacht. Nämlich noch weiter nördlich bei den Spotted Lakes, das ist eigentlich schon im Yosemite Nationalpark. Dort führt eigentlich kein Weg hin und trotzdem wurde dort der Schlafsack von Sandra Hughes gefunden. Und es schien auch so, so wie er da gelegen ist, dass er erst kürzlich benutzt wurde. Was macht Sandra Hughes also dort oben ganz alleine in der Wildnis? Dort, wo keine Wanderwege hinführen. Und vor allem, sie war barfuß unterwegs. Das haben nämlich die zwei Wanderer, die zwei Zeugen, auch ausgesagt. Das heißt, sie ist in einer Gegend unterwegs, in der keine befestigten Wege hinführen und das barfuß und ganz allein? Was ist nur mit Sandra Hughes los? Und vor allem ist auch noch eine weitere Sache aufgefallen. Denn die Position des Campsites, dann die Position des Autos und jetzt die Position des Schlafsacks sind alle mehr oder weniger in einer Linie zu finden. Und zwar Richtung Norden. Sandra Hughes scheint also weiterhin nach Norden zu wandern, obwohl sie anscheinend einen Autounfall hatte und obwohl sie vielleicht auch angegriffen wurde in ihrem Campsite, denn warum ist dort alles verstreut? Hat man sie dort überrascht oder hat sie das selbst gemacht? Das war alles ziemlich mysteriös. Und dann, nach Wochen des Suchens, aber keinem Auffinden von Sandra Hughes und auch keinem Finden von weiteren Hinweisen, musste das Sheriff's Office auch irgendwann mal eingestehen, dass sie die Suche jetzt abblasen müssen. Der Fall wurde also zu einem Cold Case. Und die Familie von Sandra Hughes war natürlich total enttäuscht und traurig darüber, dass jetzt die Suche abgeblasen wurde und dass sie sich jetzt wohl damit abfinden müssen, dass Sandra Hughes nie gefunden wird und dass sie vielleicht tot ist. Die Familie von Sandra Hughes hat gesagt, dass das Verhalten von Sandra hier überhaupt nicht zu ihr passte. Sie ist normalerweise ziemlich kleinlich, sie lässt auch nichts umherliegen und dass sie ihr Campsite so hinterlassen haben soll oder ihr Auto, die Unfallstelle, dass sie dort alles umherliegen lässt, das ist total untypisch für sie. Das kann eigentlich nicht sie gemacht haben oder es ist auf andere Weise passiert. Vielleicht war Sandra verwirrt durch den Autounfall.
Es sind also viele Spekulationen aufgekommen, doch keine dieser Spekulationen führte zu irgendeinem neuen Hinweis oder gar zum Auffinden von Sandra Hughes. Und so vergingen weitere Wochen ins Land. Ungefähr einen Monat nachdem ihr Schlafsack gefunden wurde, nämlich am 9. August, kam allerdings ein neuer, weiterer Hinweis beim Sheriff's Office herein, und zwar von zwei Jägern, die vermeintlich Sandra Hughes gesehen haben wollen, und zwar bei der Road 5S01, wo sie sich mit der Bearsaw Road kreuzt. Dort haben sie eine Frau gesehen, die neben der Straße an einem Baum gelehnt war und eigentlich beruhigt aussah, also nicht sonderlich verwirrt, aber sie reagierte nicht, sie reagierte auf gar nichts. Sie haben also zu ihr gewunken, aber sie hat nicht reagiert, sie hat nichts gesagt, keinen Ton. Sie haben also nochmal gewunken und gesagt, ob sie Hilfe braucht, aber sie ist einfach weiter dagestanden und hat in die Ferne gestarrt. Und so haben sie beschlossen, wir fahren einfach weiter. Und als sie wieder in der Zivilisation angekommen sind, haben sie die Vermisstenmeldungen von Sandra Hughes gesehen und die Plakate. Und so haben sie sie wiedererkannt, denn wie gesagt, sie war ja ziemlich markant mit ihren blauen Haaren, ihrem schwarzen Shirt und ihrer blauen Jeans. Was ihnen allerdings aufgefallen ist, war die Tatsache, dass Sandra Hughes deutlich schlanker war als noch auf den Bildern. Das bedeutet also, sie muss irgendwo länger durch die Wildnis gewandert sein mit wenig Essen und irgendwie abgenommen haben. Nur so kann man sich das ja erklären. Aber warum sie nicht reagiert hat, das können sie bis heute nicht erklären. Auf jeden Fall sind dann die Deputies zu diesem Ort gefahren, haben nach ihr gesucht, aber wie so oft haben sie weiterhin keine Spur von Sandra Hughes gefunden. Und nach dieser Sichtung kamen keine weiteren Sichtungen mehr. Der Fall verblieb also ein Cold Case und man dachte, da wird nichts mehr passieren. Aber ungefähr ein Jahr später kam es nochmal zu einem Plot-Twist, der so gruselig und unglaublich ist, dass die Deputies und das Office bis heute nicht genau weiß, was da passiert ist und ob es nicht doch irgendetwas gibt zwischen Himmel und Erde, das wir uns bis heute nicht erklären können. Die Familie Gorba wollte einen schönen Ausflug machen in die Wildnis, sie wollten in den Madera County Mountains wandern gehen und so haben sie ihren dreijährigen Sohn Caden mitgenommen und sind mit ihrem Auto zum Shut Eye Peak gefahren. Diesen wollten sie besteigen und dort wollten sie eine schöne Zeit haben und ihre Freizeit genießen. Als sie dann mit dem Auto Richtung Shut Eye Peak gefahren sind, dachten sie an einer Stelle, an einer größeren Fläche, hier machen wir mal Pause, und deshalb haben sie das Auto abgestellt. Und als er den Schlüssel herumdrehte, die Handbremse anzog, da hörten sie plötzlich ihren Sohn Caden, wie er durch das geöffnete Fenster des Autos mit jemandem sprach. Also drehten sie sich um und fragten ihren Sohn, mit wem redest du denn da? Denn als sie aus dem Fenster sahen, da war niemand. Also hat Caden gesagt, was er gesehen hat, und er konnte es richtig genau beschreiben. Er hat gesagt, Mama, Papa, dort draußen liegt eine Frau. Sie liegt auf dem Boden, mit dem Gesicht nach unten und ihre Füße ragen nach oben. Sie ist tot. Was ist da passiert? Was sieht Caden da? Denn die Eltern haben nichts gesehen. Sie haben also beschlossen, wir steigen jetzt aus dem Auto raus und wir suchen mit unserem Sohn Caden nach dem, was er da vermeintlich sieht. Und Caden hat immer wieder wiederholt, was er dort sieht. Mama, Papa, die Frau braucht unsere Hilfe. Wir müssen ihr helfen. Doch die Eltern sahen nichts. Und so wurden sie immer nervöser. Denn der Ton ihres Sohnes war absolut schockierend. So hatten sie ihren Sohn noch nie reden gehört. Deshalb nahmen sie ihn auch ernst. Sie haben also weiter gesucht, denn sie wollten natürlich ihrem Sohn auch irgendwie helfen. Doch als sie selbst nach längerer Zeit nichts von dieser vermeintlichen Frau sahen und es selbst langsam mit der Angst zu tun bekamen, beschlossen sie, wir brechen unseren Familienausflug ab, wir fahren jetzt nach Hause, das war's. Und so fuhren sie nach Hause und am selbigen Abend noch, beschloss die Mutter von Caden einen Facebook-Post zu machen und zu beschreiben und zu erzählen, was sie gerade mit ihrem Sohn erlebt hat, denn sie wollte sich unbedingt mitteilen. Und so verfasste sie den Facebook-Post und ihre Freunde sahen das also alle. Und wie es bei Social Media ja so oft ist, ist jeder irgendwo mit jedem vernetzt und letztendlich gelangte der Post also zum Deputy Williams vom Madera County Sheriff's Office. Und als er dies las, da erinnerte er sich an den Fall Sandra Hughes vom letzten Jahr. Und so bestellte er die Familie Gorba zu sich, damit sie eine Aussage machen können. Natürlich inklusive ihrem Sohn Caden, der das Ganze gesehen haben will. Und als sie im Sheriff's Office ankamen und der Sohn Caden die Aussage machte, da stellten sich bei allen Beteiligten die Nackenhaare auf. Denn als man ihm Bilder von Sandra Hughes gezeigt hat, da hat er auf 3 von 4 Abbildungen erkannt, dass die tote Frau, die er da gesehen haben will, tatsächlich Sandra Hughes war. Und nicht nur das, er hat Sandra Hughes auch vorher schon, bevor man ihm die Bilder gezeigt hat, beschrieben, optisch beschrieben, und er hat sie folgendermaßen beschrieben. Er sagte, sie hatte ein schwarzes Shirt, eine blaue Jeans
und blaue Haare. Diese Sache kann man eigentlich nicht erfinden. Wie kann ein Dreijähriger so etwas sehen, das so perfekt passt zu einem vermissten Fall, der vor einem Jahr hier aktuell war und der jetzt zu einem Cold Case wurde und wohlgemerkt genau in dieser Gegend stattgefunden hat? Das hat wirklich auch die erfahrenen Polizisten erschaudert. So etwas haben sie noch nie erlebt. Und natürlich auch die Familie Gorba, die anschließend ihr Auto zum Verkauf angeboten hat, weil sie es nicht mehr benutzen wollte, weil sie irgendwie Angst hatten, dass das Auto vielleicht verflucht ist oder geisterbesessen ist. Und das zeigt, wie erschrocken hier alle Beteiligten wirklich waren. Aber letztendlich hat dieser Hinweis auch nichts mehr gebracht. Die Deputies sind dann zu dieser Stelle gefahren, aber sie konnten wie immer keinen Hinweis von Sandra Hughes finden. Deshalb bleibt dieser Fall bis heute ungelöst und ein großes Mysterium. Diese Geschichte geht gerade durch das Internet und deshalb wollte ich sie euch unbedingt erzählen. Ich mache mich schon mal auf die Socken nach dem nächsten Thema und fange schon mal an zu recherchieren. Das war's zu diesem Thema. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao!